ein Tag in meinem Leben? Ja, ich habe diese Frage schon öfters bekommen, ja. Marco, wie sieht dein Tagesablauf aus? Ja, wie lebst du deinen Tag? Und das ist eine sehr interessante Frage und die möchte ich gerne beantworten. Es ändert sich ständig, wie mein Tagesablauf ist. Heute ist Samstag und ich bin relativ spät aufgewacht, um 9 oder um 10. Und dann mache ich meine Morgenroutine. Ja, ich meditiere, ich überlege mir, was meine Ziele sind. Und dann esse ich Frühstück. Und heute Morgen bin ich auch ins Fitnessstudio gegangen, ja, bisschen die Muskeln trainiert. Und anschließend bin ich hier hingefahren, ja, ich arbeite in einer Coworking Space, ja, in einer Umgebung, wo ich mit anderen Leuten zusammen arbeiten kann. Und hier verbringe ich die meiste Zeit, ja. Ich arbeite an meinem Computer, ich mache Videos wie dieses hier und versuche mein bestes Authentic German Learning voranzutreiben. Momentan verbessere ich die Webseite, momentan erstelle ich neue Kurse für die Akademie und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und damit ist mein Tag schon fast ausgefüllt. Ja. Ich bleibe hier oft bis nach Mitternacht, weil es hier schön ruhig ist in der Nacht und ich bin auch eine Nachteule. Ja, das heißt, ich arbeite den ganzen Tag und das macht mir auch Spaß zu arbeiten. Aber momentan ja, ist das mein ganzes Leben. Das ist nicht weiter schlimm, es macht mir Spaß. Und ab und zu gehe ich raus in die Stadt, treffe mich mit Freunden, unternehme etwas, aber ehrlich gesagt nicht sehr oft. Und wenn, dann habe ich leider nicht so viele Möglichkeiten, Videos zu machen, obwohl ich immer versuche, Videos zu machen, wenn ich irgendwie rausgehe und die Stadt erlebe, weil ich weiß, dass ihr solche Videos auch mögt. Und ich bleibe hier, wie gesagt, bis nach Mitternacht und dann um 1 Uhr, 2 Uhr oder spätestens 3, 4 Uhr gehe ich dann nach Hause, esse dann eventuell auch noch mal was, ja, mitten in der Nacht und dann lege ich mich ins Bett und das ist auch der Grund, warum ich oft sehr spät aufwache, weil ich eben eine Nachteule bin. Das ist praktisch ein typischer Tag in meinem Leben. Ab und zu führe ich Skype-Gespräche mit Deutschlernern oder mit Leuten, die für mich arbeiten. Jetzt gibt es auch ein paar Leute, die freiwillig für mich arbeiten. Das finde ich echt total toll. Und gemeinsam treiben wir dieses Projekt voran. Und das ist mein genereller Tagesablauf. Und ich bin auch gespannt, wie dein Tagesablauf ist. Ist dein Tagesablauf ähnlich wie meiner? Ja, dass du aufstehst, zur Arbeit gehst und dann lange arbeitest und spät nach Hause kommst? Oder kommst du früher nach Hause wie ich? Was, ich glaube, ja, du kommst bestimmt früher nach Hause. Und was machst du dann? Ja, ich bin gespannt, wie dein typischer Tagesablauf ist. Betrachte es als Deutsch-Schreibübung und wir sehen uns in den Kommentaren und morgen beim nächsten Video. Tschüss, danke fürs Zuschauen.